Moin Leute, wie gestern schon angefangen, sind wir auch heute wieder für euch in der Hamburger Kunst- und Kulturszene unterwegs und sind jetzt hier gerade beim Künstler Paul Schrader angekommen. Er weiß noch nichts von seinem Glück, wir haben ihm gesagt, irgendwann heute Nachmittag kommen wir mal vorbei. Und naja, wie das halt irgendwie so ist, wenn man so einen Künstler kennt, na, fällt man einfach mal mit der Tür ins Haus. Also kommt doch mal mit und wir schauen uns mal an, wo Paul oder was Paul so macht. Schleichen uns mal rein. So wie ich ihn kenne, liegt er sowieso auf dem Sofa. Buongiorno! Nicht mal in Corona kann man in Ruhe Magazin lesen. Hi, mein Lieber, grüß dich. Na? So, wir verbeugen uns mal ganz förmlich voreinander, was? Ich muss wieder von der Couch. Wie geht's dir? Du selbst? Ja, soweit. Aber guck mal, jetzt fällt das Ding so ein bisschen auf. Ich meinte gerade, ach komm, du weißt ja nicht, wann du kommst, aber mit dem Mikro, ich glaube, das checken die Leute halt schon, dass du Vergabe bist. Aber hey, immerhin ein bisschen Inszenierung muss sein, so ist das, in der Kunstwelt. Genau. Paul, erzähl. Das ist aber auch ziemlich real, die Situation. Ja, genau. Ich bin den ganzen Tag auf meine... Das heißt, wie gehst du gerade mit der Situation um? Du bist jetzt schon hier auch, du bist ja sowieso generell viel eigentlich im Homeoffice, weil Home Atelier ist ja... Ne? Ja, das stimmt, wobei man natürlich viel mehr auf Reisen ist normalerweise und jetzt einfach nur hier ist auch ein bisschen langweilig. Ich komme ehrlich gesagt zu nichts. Also, ist das keine Zeit, wo du jetzt irgendwie, also wahrscheinlich fehlt dir einfach die Inspiration, so ein Teil, aber es ist jetzt nicht... Einfach ultra faul, weil du gar keinen Termin mehr hast, also keine Ausstellungen, sind alle abgesagt. Und dadurch hast du gar keinen Zeitdruck und dann bin ich generell ein fauler Mensch, dann ist es jetzt so wie ein bisschen Winterschlaf. Na gut. Komm rein, Ja, was machen wir? Wir trinken uns jetzt wie jeden Tag. So wie jeden Tag. Ich hab schon mal was vorbereitet. Anton, der Kameramann, kriegt auch was. Na, sehr gut, da freut er sich. Ja, genau. Gehen wir hoch oder was machen wir? Komm, okay, wir alright. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Ich mach mal eine Tür zu. Ein bisschen mehr Abstand. Ja, ne, man kann ja auch mal ganz kurz so ein bisschen was zeigen, wie der Künstler hier lebt. Ne? Das sind nämlich auch schöne Bilder. Ich glaube, die sind tatsächlich auch so in den letzten Wochen erst entstanden. Also schwenkt doch mal rüber und zeigt den Leuten, genau, was hier so geht. Das ist für die nächste Ausstellung in Berlin, die jetzt am 27. und 28. März hätte sein sollen. Oh, kriegst du sogar Licht. Und... vielleicht im frühen Sommer stattfindet, aber wohl eher im Herbst, wer weiß. Wir gucken mal. Wir bleiben optimistisch. Ah ja, gut, der Künstler hat hier den Sicherheitsabstand schon eingeführt. Sehr, sehr löblich, ja, Paul. Das Einzige, was ich habe, ist ein Maßband. Und damit wir das auch richtig vorleben, man soll ja eigentlich keinen Besuch mehr haben und man soll ja auch keine Corona-Partys machen. Aber ein Gläschen Rosé geht dann doch noch, ne? Ja, das ist ja das Witzige. In Frankreich sind Kondome und Rotwein ausverkauft und hier Klopapier und Mehl. Also muss man nicht viel zu sagen, ne? Und gestern gab es ein ganz schönes Interview mit dem von Goldeimer, das gehört ja auch zu Viva Con Aqua, die machen dieses Klopapier und sie sagte, und ich fand das irgendwie auch ganz, ganz richtig. Den Arsch kriegt man irgendwie anders sauber noch. Also wer braucht jetzt 25 Tonnen Klopapier zu Hause? Wir schauen jetzt mal nicht bei Paul aufs Klo, weil da liegen auch einige Pakete. Paul, erzähl doch mal nebenher, irgendwie, wo wir uns hier gerade befinden. Das ist quasi dein Hauptatelier. Ist das korrekt? Genau, das ist ja, diese 3 Meter Leinwände, die passen so gerade hier rein, alles andere ist dann zu groß, also größer geht's nicht. Und eigentlich arbeite ich hier, jetzt ist aber super ordentlich, also ich hatte in letzter Zeit viel Zeit zum Aufräumen, ich habe sogar die Fenster geputzt und Easy von Digitalism sagte, der ist bei uns im Studio, sagte, es ist auch super, jetzt hat man endlich mal Zeit, um Kacheln zu putzen und dann dachte ich, naja gut, ich habe so viele Fenster, da kann ich ein bisschen Fenster putzen. Das hat auf jeden Fall schon ganz gut geklappt. Gluck, 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 gluck. So. Ja, gut. An so einem Nachmittag kann man da natürlich auch mal so ein kleines Gläschen trinken, ne? Hast du auch nichts mehr vor, oder? Ne, eben. Nur heute ein paar Sendungen machen. So. Ja, guck mal Anton. Hier. Na, Anton wird auch eingebunden. Cheers. Tschüss. Cheers. Machen wir das Beste draus. Komm. Hm.
Ich habe mich ja versucht vorzubereiten auf irgendwelche... Komm, ich setz mich hier so auf die Treppe, dann können wir ein bisschen besser reden, dann hat Anton den Schwenk nicht so weit. Auf irgendwelche Fragen, die jetzt kommen wegen der Krise oder... Ja, aber merkst du denn, also ich meine, wir machen ja jetzt nicht so ein Standard-Interview-Kram, aber wie merkst du es denn irgendwie bei dir? Also du hast ja irgendwie eben erwähnt, deine Ausstellung ist, glaube ich, abgesagt in Berlin, oder? Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe gestern ein Interview gemacht für Business Punk. Mhm. Und da war so die Frage persönlicher, was ist dein persönlicher Erfolg? Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Also es war ein Telefoninterview und ich habe dann nachher noch ein bisschen per E-Mail das bearbeitet. Und da dachte ich eigentlich so, das, was ich gerne machen möchte, ist malen. Und wenn ich das kann, ist alles gut. Jetzt in dieser neuen Situation merkt man aber, finde ich, dass das nur ein Teil ist von einer Geschichte, die eigentlich zwei Seiten hat. Nämlich, dass das Malen ist das eine, aber das Zeigen und Ausstellungen zu machen ist das andere. Also du musst dann auch irgendwie ein Bild an Publikum bringen. Also das ist ein bisschen wie beim Publizieren auch. Wenn es niemand sieht, ist es halt nur halb so viel wert. Eigentlich auch gar nicht, fast. Mhm. Also da hast du das schönste Bild im Atelier und kannst es nicht zeigen, dann fehlt irgendwie eine Seite der Kunst. Das ist mir erst jetzt so bewusst geworden, was für ein Wechselspiel das eigentlich hat. Weil normalerweise gehst du davon aus, okay, das wird eh ausgestellt oder irgendwie wird es gesehen. Und jetzt, wenn Ausstellungen halt fehlen, ist schon krass. Der Kultursenator Carsten Boster war gestern bei uns zu Gast in der Auftaktsendung. Und hat eigentlich was sehr, sehr Schlaues gesagt, oder beziehungsweise es hat sich so im Gespräch irgendwie entwickelt. Und er meinte halt so, es wird einem jetzt eigentlich erst so richtig bewusst, wo man es nicht mehr hat, wie sehr es einem fehlt. Ja. Und es ist so, glaube ich, ja für dich wahrscheinlich auch ein essentielles Element in deiner Arbeit, halt auch rauszugehen, zu reisen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, Urlaub zu machen, aber so halt irgendwie sich von anderen Orten halt irgendwie inspirieren zu lassen und irgendwie zu gucken, wo man irgendwie irgendwas in sich aufnimmt, was man dann wieder verarbeitet. Ich meine, wir haben ja schon häufiger mal so darüber gesprochen, du bist jetzt nicht so der krasse Künstler, der jetzt so sagt, ich brauche die Lavendelfelder in der Provence, um halt auf andere Gedanken zu kommen. Aber es ist ja schon so, wenn man hier isoliert in seinem Atelier ist, dass man das dann nicht so viel... Das geht fast noch am besten. Also, dass man sozusagen die Fantasie hat man ja so im Kopf. Und an diese ganzen Reisen, da kann man sich ja jetzt auch noch dran erinnern. Und Eindrücke. Also das kann man schon wieder rausholen, aber was natürlich fehlt, ist so Austausch mit Leuten. Also essen gehen abends mal irgendwie, das ganz Normale mit Leuten sprechen und nicht nur am Telefon, sondern irgendwie so, wie wir das jetzt gerade machen. Nutzt du sowas wie Skype, Zoom, whatever, FaceTime, um dich gerade so zu connecten? Oder bist du... Mir reicht eigentlich Telefon schon. Ja, okay. Und brauche jetzt nicht das Bild noch dazu. Also ich finde das immer ein bisschen anstrengend, dann man sieht ja selber immer so doof aus, weil man das komisch halten muss. Mir reicht das am Telefon. Aber das merke ich schon, dass ich auch mehr mit meiner Familie zum Beispiel telefoniere, mit meiner Schwester, meiner Mutter und meinem Vater und aber auch mit Freunden. Und ich habe aber das Gefühl, so richtig angekommen ist es noch gar nicht nach so einer knappen Woche. Hm. Weil im Moment ist es ja einfach noch, du kannst entspannt auf der Couch sitzen. Das ist ja nicht so schwer. Gestern gab es irgendwie einen ganz interessanten Post. Fand ich ganz witzig. Da stand irgendwie, deine Großeltern mussten in den Krieg und du musst jetzt mal auf dem Sofa sitzen. Das schaffst du schon. Das schaffst du schon, ja. Ich habe es auch gelesen, musste auch schmunzeln. Das ja, ist was Wahres dran, ne? Ist echt. Aber eben habe ich einen Podcast gehört von der New York Times und da war ein Arzt aus Mailand im Interview, der halt erzählt hat, wie da der Alltag ist und das. Also im Krankenhaus ist bestimmt nochmal spezieller, aber das war schon krass. Also dass sie wirklich entscheiden müssen, wer kommt hier an das Beatmungsgerät und wer nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn Leute jetzt irgendwie an der Alster sitzen und so letztes Wochenende war ja gutes Wetter und alle zusammen eng beieinander sind, dass sie das noch nicht so ganz eher noch nicht annähernd. Es ist ja auch nicht sichtbar, also es verändert sich auch nichts. Man denkt ja auch, wenn man in der Bar sitzt, okay, passiert nichts. Mhm. Aber das ist halt irgendwie ein hochgradig ansteckendes Virus, was auf Oberflächen bleibt, irgendwie bis zu 3-4 Tagen und du musst es nur anfassen und dir dann ins Gesicht fassen.
und dann hast du es im Zweifel. Und uns in unserem Alter trifft das vielleicht gar nicht so sehr. Aber wir stecken dann unsere Eltern an, unsere Großeltern, und das eben so übertragbar ist oder so, ja, so schnell übertragbar, so leicht übertragbar, ist es halt so gefährlich. Ja, voll. Muss man sich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr bewusst machen, halt einfach, was es für Konsequenzen hat. Ne? Ja. Aber okay, wir springen noch mal ganz kurz ein Stück zurück. Du hast jetzt gesagt, so ja, nö, also ich meine, du bist ein fantasievoller, kreativer Mensch. Wenn man so hinter dich guckt, dann könnten das fast schon so irgendwelche Gehirnströme manchmal sein, wenn man so jetzt irgendwie Richtung Deutung gehen will. Das heißt, dir fehlt es jetzt in deiner, also natürlich fehlt es dir der soziale Austausch und sich halt irgendwie zu treffen und auch am kulturellen Leben teilzunehmen. Aber jetzt so persönlich für deine Kunst, ich meine, jetzt sehe ich, normalerweise komme ich hier rein und kann ja auch sagen, so, wir beide sind befreundet, wir beide haben uns jetzt schon häufiger gesehen. Und wenn ich normalerweise hier reinkomme, hast du entweder deine komplett verschmierten Aniletten und vollgesauten Strümpfe und Hosen an und alles liegt hier kreuz und quer und du bist halt wild am Machen und am Tun. Wieso ist es gerade so aufgeräumt? Also ist es bei dir im Kopf auch gerade einfach aufgeräumt? Ist da nicht viel los? Im Moment ist so Aufräumphase, habe ich das Gefühl. Also es ist auch, obwohl es eigentlich ideale Voraussetzungen sind, ist es ein bisschen wie so eine Schreibblockade. Mhm. Dass man, also ich komme einfach gar nicht dazu zu malen oder auf die Idee gerade zu malen. Das ist vielleicht, weil die Situation so komisch ist. So ein bisschen so eine Kopfsache eigentlich. Dann ja, schon, genau. Okay. Und jetzt noch keine Termine für neue Ausstellungen da sind und noch nicht so ein richtiger Push. Also ich stehe relativ früh auf, eigentlich so wie immer, so um 8:30 und gehe ganz normal ins Bett, so um 12:30 und habe eigentlich genug Zeit zum Malen, aber irgendwie liege ich den ganzen Tag auf dem Sofa, habe ich das Gefühl, und lese ein bisschen. Das ist auch eine Sache, die man halt weniger macht, oder? Also persönlich ist bei mir zum Beispiel im Alltag, ich würde mir so gerne mal wieder die Zeit nehmen zu lesen. Mhm. Und bei mir ist es halt irgendwie so eine Art Urlaubsding fast schon geworden. So, ich schaffe es halt eigentlich gar nicht mehr in meinem Alltag halt so das Lesen von auch nur von Magazinen oder. Total. Man blättert, halt also man kauft es, man blättert so ein bisschen durch, aber groß lesen tut man es ja nicht mehr, ne? Nee, weil es halt irgendwie auch so viel so Social Media Distraction und was auch immer gibt. Und man ist irgendwie mal so komplett in seiner Welt drin, dann kommt doch ein neuer Anruf oder jemand schreibt bei WhatsApp und auf einmal denkt man so, da antworte ich nochmal schnell, dann bin ich wieder komplett aus dem Lesefluss so total. Raus. Und dann schreibst du ja die Antwort und dann kommt schon wieder eine neue Antwort. Also du bist ja nie, du kannst es nicht abarbeiten und dann ist fertig, sondern das verlängert sich ja immer, was ja eigentlich schön ist. Aber ich habe mir angewöhnt, jetzt mein Handy abends ins Badezimmer zu legen und da aufzuladen und dann sozusagen das nicht das Letzte ist, was ich am Abend sozusagen anfasse und dann am Morgen wieder drauf gucke. Also das ist, da schläft man auch ruhiger, weil man nicht denkt, man verpasst noch irgendwas. Am Flugmodus an, aufladen und deswegen habe ich sie nicht erreicht. Jetzt ist mir einiges klar. Schon okay. Sag mal, aber wie sieht es aus, deine Community, die du jetzt ja irgendwie so in den letzten Monaten, Jahren halt irgendwie aufgebaut hast, ist da trotz, also wie merkt man das so? Wollen die, anders gefragt, sind die trotzdem nach wie vor noch im Austausch mit dir? So, gibt es nach wie vor Interesse an deiner Kunst oder hast du auch gemerkt, dass in deiner Community auch gerade so andere Themen viel, viel wichtiger sind? Also das merkt man natürlich. Also es ist ganz, ganz süß, dass zum Beispiel als die Absage war von der Ausstellung in Berlin, kam eine ganz süße Reaktion und da waren wirklich alle fast schon betroffen. Also betroffen ist jetzt nicht das richtige Wort, aber so hätten das gerne gesehen, wären gerne gekommen und fanden es schade, dass konnten alle verstehen, aber das war schon cool und ich glaube, da habe ich das große Glück, dass ich relativ geringe Fixkosten habe, weil es eben viel über Instagram läuft und das ist nach wie vor gut. Ob jetzt Leute gerade im Moment Lust haben, ein Bild zu kaufen, das glaube ich eher nicht. Aber naja, um sich sein Zuhause schön zu machen, also jetzt wo man so viel Zeit zu Hause hat. Das kann sein, mal schauen, das weiß ich nicht. Aber für mich, also die Reaktion auf Bilder, ich traue mich schon gar nicht mehr richtig, was zu posten, weil es ist so die Frage, ist das in der Situation jetzt noch angemessen, einfach Kunst zu posten? Oder
kümmert, also versucht man sich lieber um irgendwie was zu kümmern. Mhm. Zum Beispiel gestern gab es eine ganz schöne Petition über die Außengrenzen eigentlich, dass da die Leute in den Flüchtlingslagern jetzt ja oder schon seit längerem gestrandet sind. Aber was passiert eigentlich, wenn da jetzt sowas ausbricht? Also wir machen uns alle sehr viel Sorgen um uns selbst, aber vergessen dann die Leute, die vielleicht am meisten Schutz brauchen oder die am schwächsten dran sind, da das ärmste Glied eigentlich in der Kette sind. Gefühl gibt es ja auch irgendwie gerade in den Medien oder in den News irgendwie kein anderes Thema außer Corona. Ja. Es ist irgendwie so, dass bis vor 2 Wochen halt genau diese Problematiken, die du angesprochen hast, auch die heikle politische Lage an den EU-Außengrenzen und so weiter, gefühlt ist das ja alles so voll in den Hintergrund gerückt und es ist so täglich nur noch, das und das ist schlecht, das und das ist gut, hier und da gibt es einen Toten, da ist irgendwas infiziert. Also es ist halt super schwer, halt irgendwie auch gerade da so sein Maß an Berichterstattung halt irgendwie so aufzunehmen, das Ganze differenziert halt auch in seinem Kopf zu verarbeiten und dann halt auch damit halt irgendwie ein Stück weit irgendwie zu leben. Ja, und wie geht's dir damit? Ich finde es so krass, weil auf einmal switcht das so aus den Nachrichten, die normalerweise dich nicht selbst betreffen, sind wir jetzt auf einmal die Betroffenen. Mittendrin, ne? Ja. Da scheint ja auf einmal so einen Klick zu geben. Weißt du, früher hast du die Nachrichten, konntest du gar nicht mehr sagen, was da eigentlich gemeldet wurde in der Tagesschau, wenn du die geguckt hast, 15 Minuten, wusstest du nachher nicht mehr, was die Themen sind, weil es irgendwie alles natürlich einen betroffen macht, aber man hat es schnell wieder vergessen, ist nicht sein eigener Alltag. Jetzt hat sich das so geändert, die Perspektive. Auf einmal ist es sein eigener Alltag, weil man merkt, okay, wie ansteckend ist das? Aber das kann man vielleicht diesen Perspektivwechsel auch mal dazu nutzen, Empathie zu entwickeln für die, die betroffen sind, wo man selber nicht betroffen ist, wie das für die eigentlich sein muss, solche eigentlich noch viel schlimmeren Situationen. Ja, es ist auch ganz häufig so in solchen Situationen, dass man tatsächlich halt auch nicht sein, also auch sein persönliches Mindset, aber vor allem so ein Mindset einer ganzen Gesellschaft halt irgendwie so mehr erkennt, habe ich das Gefühl. Also wir drehen ja jetzt auch gerade hier eine kleine Reportage halt für unser Projekt, wo wir auch halt irgendwie gesagt haben, wir wollen irgendwie das solidarische Hamburg halt irgendwie zeigen und gefühlt sind wir jetzt Sicherheitsabstand mal mit eingerechnet halt irgendwie enger zusammengerückt, um uns zu solidarisieren, um uns gegenseitig zu helfen, um uns trotzdem irgendwie zu supporten und halt aber auch, glaube ich, so ein Stück weit irgendwie bewusst zu machen, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich glaube halt irgendwie, dass bis vor 2 Wochen wir vielleicht halt auch in der Hinsicht manchmal das so ein Stück weit auch vergessen haben und dass, du hast es gerade schon gesagt, halt irgendwie so jeder mehr an sich denkt und dass das ein guter Weckruf auch für so eine Gesellschaft sein kann, um sich mal wieder auf so die wahren Werte halt einer Gesellschaft irgendwie zu erinnern. Genau. Und deswegen fand ich Angies Ansprache gestern eigentlich ganz schön. Ja. Wo sie halt auch irgendwie genau dieses Gefühl so ein Stück weit auch in mir nicht geweckt hat, aber nochmal unterstrichen hat, dass es halt da ist. Weil genau das habe ich gerade sozusagen im Gefühl, dass es passiert. Ja, und ich finde auch ganz spannend, dass man jetzt vielleicht diese wirtschaftlichen Einbrüche hat, aber auf der anderen Seite auch vielleicht mal den Zeitpunkt hat, wo man sagt, es muss nicht immer schneller, besser, weiter sein. Und wir müssen zum nächsten Termin und auf einmal hat man, du jetzt gerade nicht, aber normale Leute einfach einen völlig leeren Kalender und keine Termine mehr und vielleicht ein Sitzen. Leicht ein Sitzen, oft, ich fange erst abends an eigentlich, aber vielleicht kann man ja auch nochmal überlegen, was braucht man eigentlich wirklich, abgesehen von dieser Situation, die jetzt irgendwie da ist und ernster wird und wenn sich das so weiter potenziert, immer schneller geht. Ne? Jetzt sind wir über 12.000 oder so, wenn das in 3 Tagen verdoppelt ist, sind wir bei 24.000 und dann bei 48 und das hat sicherlich irgendwie schneller als wir denken, einen größeren Einfluss, aber abgesehen davon, wenn man jetzt gesund oder sonst wie zu Hause sitzt und Zeit hat, kann man mal wieder ein bisschen nachdenken. Ja, voll. Kommt vielleicht was Gutes raus. Was sind denn die Sachen, wenn wir so beim Thema sind, über die du gerade besonders nachdenkst? Also ich meine, du hast mir jetzt irgendwie auch von eigentlich, das ist absurd, vor 2 Wochen saßen wir hier noch irgendwie und haben darüber gesprochen, was im Sommer geht. Du wolltest jetzt irgendwie gerade, glaube ich, für 2 Monate nach New York gehen und da so mal so ein bisschen die Stadt erkunden. Das ist ja jetzt nun alles mehr oder weniger auf Eis gelegt.
Was sind so die Gedanken, die dich gerade am meisten beschäftigen jetzt, abseits der politischen Lage? Vielleicht ist es so, weil das so eng gepackt war, der Kalender. Also es war die Ausstellung, die noch vorbereitet werden musste in Berlin. Dann wäre noch ein Podcast gewesen und dann wäre wirklich der nächste Tag dann Abflug nach New York gewesen für 2 Monate. Und dazwischen drin wäre die OMR gewesen mit einer ganzen Halle, also einer Messehalle voller Kunst. Also ganz, ganz neues Format bei denen. Da wäre ich aus New York dann wieder zurückgeflogen und dann wieder hingeflogen. Also es war schon gefühlter Stress. Mhm. Und jetzt auf einmal ist alles abgesagt und erstmal, ich glaube, bis in frühen Sommer wahrscheinlich. Ja, ich schätze auch so bis Juni, Juli wird wahrscheinlich. Genau, wenn man jetzt mal so China nimmt als Anhaltspunkt, irgendwie von Anfang Januar bis jetzt, bis die Fallzahlen wieder runtergehen. Also 6 Wochen, 2 Monate, 2,5 Monate, wird das sicherlich so bleiben. Macht es in deinen Augen Sinn, jetzt auch schon irgendwie über Termine weiter nachzudenken? Ich meine, du bist ja so ein, trotzdem irgendwie auch, wenn man deine Bilder sieht, denkt man, okay, könnte auch ein kreatives Chaos sein, aber du bist ja trotzdem ein sehr strukturierter Mensch eigentlich. Machst du dir jetzt schon Gedanken darüber, hey, okay, im Juni könnte es wieder so sein, dass man wieder normal ist und dann planst du schon weitere Sachen oder ist das so für dich voll in weiter Ferne? Ich Plan, so den November ist sowieso geplant in München die nächste Ausstellung und das. Nee, ich meine jetzt gar nicht, ich meine jetzt gar nicht nur beruflicher Natur, ich meine jetzt auch so privat. Also beschäftigst du dich jetzt schon wieder so mit Themen, ach Mist, dass es mit New York nicht geklappt hat, naja gut, im Juni neuer Anlauf oder ist so ja, erstmal abwarten? Sag mal, dass wir gucken, ob wir das im September, Oktober machen. Aber das ist jetzt, glaube ich, das Kleinste. Mhm. Also wenn das geht, dann geht's und wenn alle hier das gut überstehen, dann ist cool. Aber jetzt kann man, glaube ich, nichts machen außer warten. Irgendwie so mein täglicher, so fester Termin ist irgendwie heute Journal abends gucken, gucken, was passiert. Sagt er irgendwie mal, dass, oder sie, dass es runtergeht und dass es wieder besser wird. So das fand ich, als sie gesagt haben, in China gehen die Fallzahlen runter, war es so ein mega schönes Ereignis, weil das irgendwie so zeigt, es geht Wende auch wieder so zu Ende. Ja, genau. Und aber ich glaube, jetzt geht es erstmal hoch und dann wieder runter. Aber persönlich bin ich jetzt erstmal so auf Pause eingestellt. Also ich nutze die Zeit jetzt so gut wie es geht und freue mich mal aufs Lesen und also richtig freuen kann man sich jetzt irgendwie auch nicht, aber mach das, was irgendwie lange liegen geblieben ist. In der Hamburger Gastronomie-Szene solidarisiert man sich jetzt so ein bisschen gegenseitig, man unterstützt sich, weil natürlich irgendwie, ich will das gar nicht mit der Kunstszene vergleichen, aber sowohl die Kunstszene, sag ich mal, die institutionelle, also die Kunsthalle, die Deichtorhallen, Museum für Kunst und Gewerbe, die haben ja alle zu. Ja. Organisierst du, solidarisierst du dich auch mit anderen Künstlern? Also wirst du auch von, sag ich mal, befreundeten Künstlern gefragt, wie du mit der Situation umgehst? Ich meine, ihr habt ja auch, ja. Ihr steht ja als freiberufliche Künstler halt auch so ein Stück weit, seid ihr davon abhängig, dass es einem Land irgendwie insofern gut geht, sag ich mal, dass man halt irgendwie sich halt präsentieren kann, dass man ausstellen kann. Gibt es da irgendwelche Verknüpfungen? Oder? Es kommen ganz viele Anfragen. Jetzt gerade eine halbe Stunde bevor du gekommen bist, habe ich in eine Story gepostet, weil die gefragt haben, fragen jetzt alle Künstler, das ist eine Galerie, fragen jetzt alle Künstler, ob sie uns Bilder schicken können, die tut ihr in die Stories und wir posten sie dann auf unserer Seite gesammelt. Es gibt ganz viele Online-Ausstellungen, wo man jetzt Bilder hinschicken kann und die dann online kuratiert werden. Siehst du darin eine Zukunft? Also könnte es so sein, dass der Kunstmarkt, sage ich mal, virtuell irgendwann abbildbar wird? Oder ist das ja schon so ein bisschen? Aber nicht. Also was wenn ich das Bild jetzt bei dir online gesehen habe und so, dann hat es natürlich nochmal einen komplett anderen Effekt. Aber eben, du kannst, glaube ich, online schon mal so einen kleinen Sparkle setzen und dann das hebeln, dass du Leute online catcht und dann in die Galerien oder Ausstellungen bringst. Das geht, glaube ich, aber das Online kann nur so der erste Funke sein. Mhm. Und dann das Wichtige ist schon, sowas in echt zu sehen. Also allein die Dimension, die Farben, der Lichteinfall, das verändert sich und variiert, ob jetzt die Sonne scheint oder irgendwie bedeckt ist oder wo du stehst vor dem Bild.
die Größe, das kannst du gar nicht abbilden. Also Leute sagen immer, wenn sie in eine Ausstellung kommen, ich habe das auf meinem Handy gesehen oder auf dem Computer im besten Fall und ich wusste gar nicht, dass es so groß ist. Also du kannst da auch einen Stuhl davor stellen oder dich davor stellen, um so Dimensionen zu verdeutlichen, aber das schafft so ein Kunstwerk nicht. Aber entsprechend ist es ja dann auch wirklich eine bedrohliche Situation für dich, wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, dass das Ganze jetzt noch irgendwie 6, 8, vielleicht sogar 10 bis 12 Wochen dauert und du keine Möglichkeit hast, irgendwie auszustellen. Also jetzt mal Hand aufs Herz, gerätst du da auch irgendwo ein bisschen in Panik und sagst halt so, ach Mist, wenn ich mich nicht nirgendwo präsentieren kann, habe ich keine Chance, Bilder zu verkaufen, aka, klar, niedrige Fixkosten vielleicht, aber hast du auch so ein Stück weit Angst davor, dass du da, ja, weiß ich nicht, den Dynamiken der aktuellen gesellschaftlichen Lage unterliegst? Also ich glaube schon, dass das schwierig wird, wirtschaftlich für das ganze Land oder die ganze Stadt. Aber die Angst habe ich jetzt nicht oder Panik überhaupt Respekt nicht. Respekt vor der Situation, so klar. Vor der Situation sicherlich, genau. Aber es ist, glaube ich, die Kunst noch nie ausgestorben, trotz vieler Krisen. Also weder 2008 noch irgendwie 2001 nach den Anschlägen in Amerika, noch nach sonstigen Pandemien, sondern ich glaube vielmehr, dass sich die Leute wahnsinnig freuen, wenn sie wieder aus ihren eigenen vier Wänden kommen und dann dieses Leben, was für uns so normal ist, ins Restaurant zu gehen, abends sich im Sommer auf ein Bier zu treffen, in eine Ausstellung zu gehen, das viel mehr wertschätzen. Und da freue ich mich auch schon so drauf. Also man merkt schon, wie man nach einer Woche so ausgetrocknet ist nach Leben und danach hungert. Und ja, ich hoffe, dass alle so gut wie möglich da durchkommen, trotz Einnahmeverlusten. Also wenn du jetzt ein Restaurant bist und nur noch mit Delivery arbeiten kannst, wird das wahrscheinlich das auch nicht ausgleichen. Und die Leute können es ja nicht nachessen nachher, aber trotzdem hoffe ich, dass das so gut wie möglich für die ganze kulturelle und kreative Szene und jeden Selbstständigen, der nicht im großen Unternehmen arbeitet, funktioniert. Ja, bleibt abzuwarten halt, ne? Ja. Aktuell sind ja schon irgendwie krasse Einschnitte halt irgendwo für jeden irgendwie erlebbar. Nochmal trotzdem zurück zu dieser Frage, weil wenn man sich jetzt wirklich mal damit auseinandersetzt und sagt, man ist jetzt die nächsten 2 Monate halt noch so ein Stück weit sozial irgendwie isoliert voneinander. Und ich sehe das genauso wie du, dass Kunst natürlich seine größte Entfaltung irgendwo da zeigt, wenn man sie live, wenn man sie unmittelbar sozusagen erlebt. Aber siehst du irgendwo eine Chance da drin, gewisse Kunstprozesse zu digitalisieren? Also ich meine, wenn die OMR, jetzt hast du halt irgendwie als Beispiel angesprochen, das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Zweig, aber OMR kommt ja auch irgendwo so ein bisschen aus dem ganzen Online-Bereich und gehen jetzt in die Kunstszene rein. Ich weiß nicht genau, was ihr alles geplant habt und so weiter. Aber was ich weiß, ist, dass sich immer mehr Prozesse gerade halt irgendwie digitalisieren, dass Skype und Zoom und ne, FaceTime haben wir alle schon gehabt, hat irgendwie gerade voll durch die Decke gehen, also so eine Renaissance wieder feiern. Du fühlst dich fast so ein bisschen nostalgisch, wenn du deinen Skype-Account wieder installierst und so guckst, wen du damals in deiner Kontaktliste noch drin hattest. fast ein bisschen lustig, so fast so ICQ-Memories. Und da dachte ich halt einfach nur, meinst du, es gibt irgendwelche Modelle, mit denen ein Künstler sozusagen in genau der Zeit halt auch gegebenenfalls Geld verdienen kann? Also es gibt ja die Art Basel in Hongkong, das ist immer die erste Art Basel im Jahr, die jetzt am 18. März eröffnet für, heute gab es gerade die E-Mail fürs VIP-Publikum und dann für am 20. für die Allgemeinheit. Und die Messe ist abgesagt, aber es gibt Online-Showrooms. Und ich habe das gerade vorhin oder heute Morgen gelesen und dachte so, also wer will denn jetzt am 18. unbedingt in den VIP-Showroom und kann die noch 2 Tage warten, wenn er eh auf dem Sofa sitzt zu Hause? Also ich finde, das ist nicht so richtig prickelnd. Was das ja ausmacht, eine Art Basel, ist, dass du da bist, dass du diese Dimension hast, dass du diese Vielfalt hast. Also wenn ich mich jetzt durch 2000 Werke klicken muss, höre ich, glaube ich, nach 29 auf. Okay, aber vielleicht ist das ja auch ein Ansatz.
Also dass man einfach Kunst in einer Form halt erlebbar macht, der es vielleicht halt irgendwie auch aktuell noch gar nicht so richtig State of the Art ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und könntest du dir vorstellen, dass wenn sich die Darstellungsform halt ändert, dass das auch ein Bereich wäre, in dem man Kunst sozusagen konsumieren kann? Also ich glaube, da kannst du sozusagen viel verbessern an der Präsentation des einzelnen Kunstwerks mit Augmented Reality, dass du durch einen White Cube gehst, wo Kunst hängt. Aber was ich glaube, was diesen Reiz ausmacht, du willst eigentlich, wenn du auf die Art Basel gehst, dabei sein. Da verkleiden sich manche als Bauarbeiter, Sammler, die irgendwie Millionen ausgeben, um der Erste zu sein, der da gucken kann. Und du willst dabei sein, du willst es live sehen, du willst dieses Publikum haben, du willst irgendwie diesen sozialen Austausch haben, du willst einfach da sein. Ich glaube, also es ist ein Ereignis im Kalender, worauf sich jeder freut. Und ich glaube, das kannst du nicht so isolieren und wie andere Produkte verkaufen. Also mir fällt jetzt gerade gar nichts ein. Also wenn du einen neuen Laptop kaufst oder so, bestellst du ihn einfach, da ist keine große Emotion dabei. Aber das ist vielleicht, wenn er ankommt und gut ist. Okay. Packung Klopapier, um beim Thema zu bleiben. Das bestellst du und da ist keine große Emotion. Mittlerweile vielleicht schon, freue ich mich sehr. Fällt nichts ein. Eine Jogginghose. So. Das ist irgendwie was anderes. Das kaufst du und packst aus und ist gut und freust dich. Aber das ist kein soziales Ereignis, wo irgendwie Leute zusammenkommen und man vielleicht der Erste ist, der dieses Bild kriegt und andere gehen leer aus. Also es ist ja auch so ein kleines Wettrennen und gucken, was ist jetzt eigentlich gerade cool, worauf habe ich Lust. Das kriegst du alles gar nicht hin, wenn du irgendwie zu Hause am Küchentisch sitzt. Klar, ich glaube, das ist dann so diese erweiterte Kunstebene. Da geht es halt nicht nur um das Bild, sondern es geht um das Surrounding, um das Happening, um das Ambiente dahinter. Das ist eigentlich, ich sag's immer, das ist so ein Rahmen, dem du ein Bild gibst und das ist nicht nur der physische Rahmen, sondern du treibst das auch auf allen Ebenen weiter. Also wie wird das präsentiert? Wer kommt da eigentlich? Was passiert da? Wie ist das im Vorfeld? Wie ist es, wenn du dort bist? Das ist eine ganze Welt, die da ja aufgebaut wird. Nehmen wir mal das Thema, ich nenne es jetzt mal so Aktivierung oder halt auch so ein bisschen Emotionalisierung der Kunst. Deine Ausstellungen sind ja schon irgendwie geprägt auch von auch Surroundings. Also da hängen jetzt nicht nur Bilder oder große Bilder an weißen Wänden. Aber nehmen wir mal deine letzte Ausstellung in Hamburg in der Ernst-Barlach-Halle. Da gab es halt irgendwie auch eine dicke, fette Party und es gab ein richtig gutes Rahmenprogramm. Ist das, was du auch so ein bisschen mit diesem Rahmen meinst? Ja, genau. Sozusagen das richtige Publikum auch nicht nur mit Kunst angefüttert wird, sondern die haben alle ein nettes Gläschen Cremant in der Hand, es spielt ein geiler DJ. Es ist einfach so der Vibe, sag ich mal. Es treffen sich einfach Leute und kommen in diesen Rahmen mit rein. Und das ist ungefähr so, wie du bei einem Restaurant, du kannst es nach Hause bestellen und auf dem Sofatisch essen, irgendwie für dich alleine vom Fernseher. Oder du gehst in ein Restaurant mit einer weiß gedeckten Tischdecke, mit Silberbesteck und dem schönen Essen und dem der schönen Gruppe, Kellner. Dem schönen Kellner, genau, klar, ich kenne die nicht, und deinen Freunden. So, und das ist dasselbe Essen, komplett anders. Und ich glaube, das ist das, was alles ausmacht. Oder stell dir vor, dieses Fußballspiel, allein beim Fußballspiel im Fernsehen, wenn da keine Fans sitzen, das ist irgendwie langweilig, oder? Lustig, dass du jetzt mit einem Fußball kommst. Ja, ich weiß, ich bin der größte Fußball nicht verstehe. Aber das ist ja, selbst ich merke, dass das eine Stimmung passiert, die Leute irgendwie antreibt und die Emotionen auslöst. Oder beim Konzert ohne Fans wäre auch relativ langweilig. Na, ich glaube tatsächlich, dass jetzt gerade halt auch die Zeit ist, wir werden ja jetzt auch in Kürze halt mehrere Konzerte bei uns sozusagen halt irgendwie featuren. Es ist nur ein Substitut für Live-Erleben, das ist uns irgendwie total klar. Aber ich glaube, dass dieses sich bewusst machen, wie wichtig, also ne, da sind wir wieder beim ersten Gedanken, den wir vorhin hatten, sich bewusst zu machen, was für ein wichtiges Kulturgut, Kunst, Musik, allgemein Popkultur in allen Sinnen und Kulinarik auch ist, dass das halt dazu führt,
dass Leute jetzt gerade sagen, ach krass, okay, ja, natürlich ist es schöner, irgendwie, wenn ich live dabei wäre und jetzt in dem Restaurant sitzen würde. Oder wenn ich halt mit dem Künstler vielleicht halt auch zu seinem Bild oder sonst was sprechen könnte halt, ne? Vielleicht ist das auch gerade die Zeit, weil natürlich ist die Krise oder diese gesundheitliche Anspannungssituation so das alles Beherrschende, aber du kannst dir jetzt aussuchen, ob du zu Hause sitzt und Reis mit Ketchup isst oder vielleicht, es gibt ja alles im Supermarkt, du kannst auch jetzt eigentlich geil kochen mal. Klappst das Kochbuch auf, suchst dir ein schönes Rezept aus, machst das. Oder du guckst eben eine weiße Wand an oder eine Kunst oder du bist im stillen Raum. Aber du lädst trotzdem keine Freunde ein. Du lädst auf keinen Fall Freunde ein. Ja, und dann ist halt diese, zumindest diese Kochebene ja schon wieder so, mache ich jetzt für mich, okay, vielleicht. Ich mache das immer total gerne. Also, mein Highlight ist in so einer gepackten Woche einen Abend frei, wo ich für mich koche. Nur für mich. Okay. Also wo ich alleine bin und das letzte Mal war Anton. Ich habe schön gekocht, mich gerade hingesetzt, dann kam der rein und... Durfte er mitessen? Ja, klar. Also, war das so? Nein, stimmt nicht. Aber ich finde das super entspannt. Ja, das Kochen an sich finde ich auch entspannt. Und also natürlich auch für Freunde, ne? Verstehe mich nicht falsch, dass ich das immer nur für mich allein mache, aber ich finde es auch für mich alleine manchmal super schön. Also, und da kannst du dir auch suchen, eben, ob du jetzt... Ein Freund von mir ist Informatiker und sagt zu mir immer, wofür ist denn Kunst gut? Und die Frage ist ja auch berechtigt. Und gerade, wofür ist Kunst in einer Krise gut? Also wir haben jetzt andere Sachen zu tun oder vielleicht auch nicht zu tun, aber uns Gedanken zu machen und zu kümmern. Aber du kannst dir immer überlegen, willst du auf eine weiße Wand gucken oder kann da vielleicht auch was passieren? Mhm. Also gibt es noch mehr? Und das ist ja eigentlich das Leben, was erst dann lebenswert wird, wenn du Kultur hast. Also wenn du jetzt das Schlimmste nimmst, eine Isolationszelle irgendwie, wo du auch noch versorgt wirst mit Essen, aber kein... Nur die Grundbedürfnisse im Endeffekt abgedeckt sind. So, ne? Das ist ja schon kaum noch auszuhalten. Oder würdest du sagen, Kunst ist auch in der Form halt ein Grundbedürfnis? Ja, vielleicht nicht von allen, aber ich würde sagen, doch von den meisten. Und wenn es nicht die Kunst in Museen ist, dann vielleicht Architektur. Also wer findet es nicht schön, durch Paris zu laufen und sich das anzugucken, wie schön morgen, die Stadt einfach ist. Ich wäre ist, morgen, ne? Nach Paris geflogen. Leider jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mal, ja, nicht mehr nach Frankreich kommen, ist auch krass. Ja. Nochmal ganz kurz zurückblickend, wenn du so eine Ausstellung hast und Leute kommen auf dich zu, Leute kommen ja auch deinetwegen, deiner Kunst wegen sozusagen dahin. Bist du jetzt der Mensch, der sich dann auch wirklich halt über Kunst unterhält oder geht es dann halt eher um so auch Zwischenmenschliches? Also wie kann ich mir das, jetzt, ich weiß, wie es ist, aber wie kann man sich das trotzdem halt so vorstellen? Steht man dann auch jetzt hier wie in dem Beispiel vor dem Bild und dann kommen auch Leute, die so ein bisschen zu viel reininterpretieren oder über was für Themen unterhältst du dich mit den Leuten? Das ist eigentlich ganz witzig, weil du schaffst so eine Art Spiegel und da kommen ganz verschiedene Leute mit ganz verschiedenen Ideen, was sie da sehen, woran sie denken. Also ich habe das Gefühl, die Leute haben so ihre Erfahrungen und ihre Eindrücke, die sie im Leben so gesammelt haben, sehen dann das Bild und projizieren dann diese Eindrücke. Und die sind dann bei jedem anders, weil jeder natürlich unterschiedliche Eindrücke und Erfahrungen gemacht hat. Und erzählen dir irgendwas komplett Unterschiedliches immer. Und das ist mega witzig. Also du stellst eigentlich nur so einen Spiegel hin für die Leute und die erzählen dir dann, was sie so berührt. Aber challengest du das dann auch so für dich? Also sagst du dann irgendwie auch, ja, okay, interessanter Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Total. Und also inspiriert es dich als Person? Nee. Wenn nicht? Okay. Also ich finde das super interessant, aber das ist keine Inspirationsquelle für das nächste Bild dann. Nee, ich meine jetzt auch in der Deutung eines oder in einer Interpretation eines Bildes. Dann bist ja sowieso die habe ich ja super, die ist ja schon bei mir da, also die ist bei mir so gefestigt, die ist bei mir schon da, bevor, also da, das Bild sozusagen ist schon fertig in meinem Kopf. Anton, musst du mal drehen. Ah ja, super Meisterwerk. Genau, der neue Schrader. Das ist ja bei mir schon fertig und die Entstehungsgeschichte ist so lang, dass ich so fest damit verbunden bin, dass jetzt andere Eindrücke das nicht mehr so richtig ins Wanken bringen. Mhm. Aber ich finde das trotzdem mega spannend und es ist
immer oder sehr oft sehr ähnlich, dass die Eindrücke einfach komplett variieren von Betrachter zu Betrachter. Bist du auch manchmal genervt oder fühlst du dich manchmal auch missverstanden, wenn jetzt jemand mit einer komplett, sag ich mal, in deinen Augen Fehlinterpretation eines Kunstwerks daherkommt und sagt so, Mensch, da erkenne ich jetzt aber total die Steppe Afrikas drin und du denkst dann so, what the fuck, was ist das? Manchmal schon, aber nicht genervt, sondern so, so erstaunt. Erstaunt, würde ich sagen. Also dass man denkt so, ach krass, das ist aber ein weiter Weg von da nach hier. Mhm. Aber ja, gut. Und es gibt natürlich immer die wie das wahrscheinlich jeder kennt, so eine Key-Frage. Es ist immer, wie lange dauert das? Oder wie lange hast du dafür gebraucht? Das ist so die Frage, die meisten Leute interessiert. Da denke ich immer, warum interessiert es die Leute so sehr? Weil du hast, stell dir vor, du bist Komponist und hast eine Melodie. Ich finde das irgendwie vergleichbar mit einem Kunstwerk. Dann fragt ja auch niemand danach, wie lange hast du eigentlich dafür gebraucht, um diese Melodie zu komponieren? Das kann ja manchmal ganz kurz gehen, das hast du im Gedanken, du wachst morgens auf und sagst so, okay, zack, das ist es. Oder du feilst da Ewigkeiten dran, bis die Harmonie irgendwie so stimmt, dass du sagst, jetzt ist perfekt. Aber am Ende hast du dieses Musikstück, was irgendwie eine bestimmte Dauer hat, aber da wird auch keiner fragen. Aber das ist jedenfalls die meistgestellte Frage. Wenn ich jetzt mal so frech sein darf, aber gib doch mal da vorne, tatsächlich kenne ich das Bild noch nicht so richtig, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, ich finde es auch sehr schön. Erzähl doch mal ganz kurz, wie lange braucht denn ein Paul Schrader für so ein Bild? Es gibt nur eine Antwort, ich sage immer so ungefähr 6 Wochen, die ist natürlich gelogen, aber das hat ungefähr 6 Wochen gedauert. Manchmal kommt, also du meinst aber auch diesen gesamten Kreationsprozess, genau, oder? Genau, also von dem Auspacken der Leinwand oder dem Selbermachen der Leinwand bis zum Einrahmen. Mhm. Und du lässt es natürlich stehen, du arbeitest nicht jeden Tag daran. Eigentlich ist es das, was du wirklich dran arbeitest, ist die Komposition. Was passt wie miteinander zusammen? Also du hast Teile fertig, du stellst es hin, du gehst einen Schritt zurück und überlegst. Gehst du dann auch mal genau in dem Moment zu einem anderen Bild, weil du denkst, ah, jetzt habe ich da wieder was, oder konzentriert man sich schon auf ein Bild dann? Oder während du bist so in so einem Flow und dann konzentrierst du dich nur auf das eine Bild. Okay. Dann, das kann aber sein, dass du am nächsten Tag an einem anderen arbeitest, weil du sagst, okay, ich muss hier mal einen Schritt zurückgehen, das funktioniert noch nicht so. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich stelle das erstmal beiseite und gehe zum nächsten und habe da irgendwie gerade ein ganz gutes Gefühl und eine Idee und das mache ich dann so. Und dann verschiebt sich das so ein bisschen und dann gehen vielleicht so 2 oder 3 mal parallel und die greifen dann so ineinander. Gab es schon mal ein Bild, wo du diese Standardantwort von 6 Wochen nicht eingehalten hast, wo du gesagt hast, Alter, da gab es mal irgendwie ein Bild, an dem habe ich 6 Monate gearbeitet? Ja, es gibt eins, unten haben wir es gerade gesehen, das ist 2 Jahre alt. Das war erst in einer Ausstellung 2018, glaube ich, sogar 2017 in dem Only Art Club. Mhm. Dann war ich noch nicht so zufrieden damit, dann wollte ich es komplett schwarz machen, dann war es komplett schwarz und sah immer noch nicht so toll aus, stand ewig hinten irgendwo in der Ecke und dann habe ich es nochmal rausgeholt und gedacht, okay, eigentlich mag ich diese darke schwarze Phase ganz gerne, ich muss nochmal irgendwie dran arbeiten, aber nur schwarz geht nicht, schwarz ist super dominant, das verschluckt irgendwie alles und schade, dass wir jetzt das nicht sehen können, aber ich zeig's nachher nochmal. Auf jeden Fall sehr dark, aber trotzdem mit Farben drin, sodass es eigentlich an diese Handschrift viel anknüpft. Aber um das zu schaffen, muss man es auch manchmal einfach stehen lassen. Hast du auch schon mal ein Bild, ganz, ganz blöd gefragt, zusammengeknüllt, weggeworfen, eingetreten, weil du so vielleicht auch mal in der Art frustriert warst, weil es nicht so geworden ist, wie wenn du so ein Feed von irgendjemand anders siehst und denkst, ah, dass es so eine perfekte Welt ist? Nur am Pool oder hat gerade den Mount Everest bestiegen und schießt mich tot. Ich glaube, wir sind in so einer gesellschaftlichen Situation, vielleicht nicht aktuell, sondern ich sag mal, alles, was so vor Corona war, wo ich glaube, niemand würde von sich ein Bild posten, wo er komplett doof aussieht oder in so einer langweiligen Situation, dass er im Büro sitzt oder
zu Hause auf dem Sofa und nichts passiert, sondern es sind ja so, also ich glaube, ganz ursprünglich war auch Instagram in seiner Rolle jetzt zum Beispiel mal, um es mal exemplarisch hervorzuheben, eine Plattform für schöne Momente und für schöne Ereignisse, die man mit seinen Freunden teilen will. Ich glaube, da ist dieser Everyday-Charakter eigentlich erst über die letzten Jahre so richtig eingezogen. Und deswegen glaube ich, ist es eine langweilige Situation, dass er im Büro sitzt oder zu Hause auf dem Sofa und nichts passiert, sondern es sind ja so, also ich glaube, ganz ursprünglich war auch Instagram in seiner Rolle jetzt zum Beispiel mal, um es mal exemplarisch hervorzuheben, eine Plattform für schöne Momente und für schöne Ereignisse, die man mit seinen Freunden teilen will. Ich glaube, da ist dieser Everyday-Charakter eigentlich erst über die letzten Jahre so richtig eingezogen. Und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich so, dass man auf Instagram, das ist ja der ganz große Vorwurf, der sich, glaube ich, jeder Plattform konfrontiert sieht, dass es halt irgendwie so eine artificial, so eine Fake-Welt ist, in der alles halt einfach ein bisschen überspitzt dargestellt wird. Mhm. So, und, aber mir ist aufgefallen, dass bei Instagram, oder aufgefallen, es ist doof, aber es gibt ja bei Instagram keinen Daumen runter, so wie bei Facebook. Ne? Also du kannst eigentlich... Bei Facebook gibt es auch keinen Daumen runter. Gab's mal fake-mäßig, glaube ich, oder so. Und, bei YouTube gibt es so einen Daumen runter. Ja, von YouTube. Das eben nicht gibt. Es gibt nur eigentlich Herzchen. Das ist eigentlich eine ganz nette Welt. Also, weil du kannst natürlich auch pöbeln, aber es ist eigentlich eher so eine Plattform von Leuten, die sich irgendwie positiv gegenüberstehen. Habe ich das Gefühl. Ja, klar. Also, am Ende definitiv. Also, ich glaube halt irgendwie, keine Plattform will ja per se vom Grundmanifestum irgendwie jemandem was Böses. Ich glaube halt einfach, diese Plattform hat sich irgendwie dann halt auch irgendwie gesagt, lass uns halt eher die positiven Ereignisse halt irgendwie herausarbeiten. Aber ich glaube, deswegen verschiebt sich halt auch bei vielen halt der Maßstab. Wenn ich halt irgendwie sehe, dass jemand nur im Urlaub ist und nur eine geile Zeit hat und das so-called Influencer-Life halt irgendwie lebt, dann ist es für mich, kommt es bei mir auch so an, als wäre diese Person wirklich 24/7 halt einfach nur in einem geilen Leben drin. Und sie, ich glaube auch, jede Person hat irgendwie mal einen Scheißtag. Es gibt ja auch, so der ganz krasse Gegensatz sind ja diese Plattformen, die sozusagen, diese amerikanischen Free Speech, und du darfst ja wirklich alles machen, wo die so ganzen Amokläufer ihre Videos dann teilen, weil es da nicht gelöscht wird oder nur relativ spät oder so. Also das ist ja das komplette Gegenteil davon. Du meinst, wo ganz viel negative Energie sozusagen drin ist. Weil man alles sagen darf, ohne irgendwie korrigiert zu werden. Ja, es ist halt so die Frage, wie sich eine Gesellschaft, inwiefern man bereit ist, halt auch sowas halt irgendwie auch zu sagen. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie immer so ein Stück weit irgendwie auch eine Überwindung, halt eher Probleme oder Missstellungen oder sowas. Irgendwie auch lieber, hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Nö, alles wunderbar, cool, das und das ist passiert, das ist positiv. Mhm. Ja, ja. Ich glaube halt, es bedarf ja immer auch so einer ein bisschen tieferen Ebene, um zu sagen, ja, mir geht's irgendwie nicht gut, ich bin müde, ich bin erschöpft, irgendwie nimmt mich das und das mit und übrigens reinkommt. Vielleicht kommt das ja jetzt mit den Sachen, die schon gegessen sind, anstatt das schöne Essen zu posten, postet man, wie es danach aussah. Ja, weiß man nicht. Ne? Also ich glaube halt zumindest, wenn es eine Sache gibt, die wir dieser Gesamtsituation abgewinnen können, dann ist es vielleicht halt irgendwie, dass man sich halt wieder auf das Wesentliche konzentriert und am Ende des Tages halt auch wieder ein bisschen solidarischer halt einfach zusammensteht. Und wenn das halt eine Welt oder eine Seite dieser ganzen Situation halt widerspiegelt, dann finde ich das in diesem Ausmaß eigentlich fast schon wieder positiv zu sehen, dass es halt da auch in jeder Not eine positive Seite eine Hoffnung gibt. Ne? Aber das denke ich auch. Also so schlimm diese wirtschaftlichen Verluste sind und das ist schon krass, wenn bei VW und BMW die Bänder stillstehen, dann zeigt das ja so exemplarisch, okay, in Deutschland geht gerade nichts mehr. Aber vielleicht wiegt es das auch wieder, dass man irgendwie mal kurz Zeit hatte, innezuhalten, den leeren Kalender für irgendwas Gutes nutzt. Und wenn es auch nur nachdenken, runterkommen und sobald die Welt wieder anfängt zu laufen, mit neuer Perspektive in diese Welt reingeht. Ja, ich glaube, es geht ganz viel auch um Bewusstmachung einfach. Ja. Ich glaube, das ist ein Ding, was viele in ihrem Alltag halt auch inklusive mir wahrscheinlich auch in Teilen halt verlernt haben. Wie wichtig es ist, manchmal gewisse Dinge halt einfach auch für sich nicht als selbstverständlich zu nehmen. Also, dass wir alle gesund sind, dass es uns allen eigentlich gut geht, dass wir hier auch natürlich gerade halt in Abstrichen auf einem sehr, sehr hohen Niveau sozusagen uns Oder einfach daran denken, wie du die letzten 10 Jahre eigentlich
durchgerusht bist. Ne? Voll. Wie schnell ging das von 2010 bis 2020? Okay, das, wenn ich jetzt an 2010 denke, ist es schon echt lange her, aber trotzdem war man im ständigen Modus. Also bei mir war es irgendwie so im Studium, die ganze Zeit lernen, dann arbeiten, dann malen nebenbei und alles immer versuchen, irgendwie was zu erreichen, was so ein innerer Antrieb immer war, aber dass der jetzt mal auch vielleicht von außen ausgeschaltet ist und du sagst, ich guck mal, was heute passiert, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also die Möglichkeit, da will man ja eigentlich immer hin, ne? mal innezuhalten und mal zu rekapitulieren und mal zu gucken und nicht immer weiterhetzen zu müssen. Wenn man da ist, ist es auf einmal komisch, trotz dieser äußeren Situation, die natürlich immer noch komisch bleibt, aber wenn man jetzt gesund nichts zu tun hat und einfach nur mal zu Hause bleiben soll und vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man mal alleine sein soll, also mit sich und man... Das ist, glaube ich, ein Thema, was für viele super relevant ist. Und man hat auch alleine nicht das Gefühl, sein. Man verpasst was, weil es ist ja jeder für sich alleine. Also du bist ja nicht aber wann der zu Hause. Wann war man das letzte Mal, also du bist ja, glaube ich, noch irgendwie ausgenommen oder so, aber wann ist man so richtig alleine mal? Ja, selten. Also entweder du hast halt diese ganze Social-Media-Affinität, wo du dein Alleinsein halt irgendwie dann doch wieder multiplizierst oder weiß ich nicht. Also ich war lange Zeit nicht alleine. Ich bin es ja auch jetzt nicht so. Ich habe ja auch. Aber ich glaube, die Leute, also wenn du richtig auf diesen Accounts arbeitest, dann bist du ja immer unterwegs. Also das zwar ist das Foto von dir alleine möglicherweise, aber du bist ja nicht alleine. Das sind ja hinter den Kulissen immer 1000 Leute. Nee, ich meine jetzt auch in der jetzigen Situation. Ja. Ne? Also da ist es halt so, dieses Alleinsein. Ich glaube, das ist auch eine Challenge für Leute, damit klarzukommen, auf sich selbst klarzukommen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die auch in Gruppendynamiken besser funktionieren oder die sagen, hey, weiß ich nicht, alleine bin ich gar nicht so stark vielleicht auch. Ich weiß nicht. Ich trinke auch sehr gerne alleine. Das ist wieder eine andere Ebene, über die wir reden sollten, Paul. Irgendwie so ein Fläschchen Rotwein abends auch, Mann, das finde ich gar nicht so. Soll ich dir nochmal einen kleinen Schluck einschenken? Du hast ja, komm hier. Okay, haben wir ja eben rausgeschnitten, wie wir das Glas wieder gefüllt haben. Ja, komm, ein bisschen mehr kriegst du noch. Dankeschön. Streng rationiert. Streng rationiert, wir müssen jetzt aufpassen. Wobei, die Leute rennen ja aufs Klopapier, das ist das Gute. Paul, das war doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort eigentlich auch. Also ich glaube, wir haben heute viele spannende Themen irgendwie auch gestreift. Es geht halt irgendwie um Kunst, es geht um Gesellschaft, es geht weitestgehend halt irgendwie auch einfach darum, irgendwie mal wieder so ein bisschen mit sich selber klarzukommen oder sich einfach alleine halt irgendwie Gedanken zu machen. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in diesen schwierigen Zeiten, dich dem Risiko ausgesetzt hast, dass Anton hierher kommen durfte. Nur für euch. Genau, aber bleibt alle zu Hause und trete euch nicht die Köpfe ein. Alleine geht das ja schlecht, aber. Ja, eben. Und du trittst keine Leinwände an und bist jetzt mal wieder. Ich fange jetzt mal an zu arbeiten. Genau. Cheers. Also, cheers. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, und euch allen hoffentlich auch eine schöne Zeit. Vielleicht sehen wir Paul ja höchstwahrscheinlich, oder ich denke, wir sehen Paul dann irgendwie vielleicht ja zum Anfang des Sommers auch hier in Hamburg mit einer kleinen Ausstellung wieder. Dann könnt ihr seine bis dahin zahlreich erschafften neuen Werke bewundern. No pressure. Ja. Und ansonsten geht es auf jeden Fall nächste Woche mit unserem nächsten Hausbesuch weiter. Wo und wann und wie, das erfahrt ihr bei uns auf Social. Bis dann, macht's gut.